Wow, Wohnen neu entdecken, meint Christeri Gotzi und lächelt hier bei den Elternmöbeln von der Hauswand oben runter. Herzlich willkommen, hat man mir gesagt am Samstagmorgen. Es hat noch fast keine Leute gehabt, Hausmesse. Die Hausmesse natürlich sicher etwas Spezielles, aber hier die Lampen, die 1800 Lampen, ja natürlich, die gibt es auch, wenn keine Hausmesse ist. Auch die vielen Polstergruppen, 17'600 Quadratmeter. Übrigens auch Christeri Gotzi ist natürlich nicht immer dort, die ist erst am Sonntag dort. In dieser Reportage hat sie sie nicht, aber in dieser von morgen dann. Ich bin einfach durchgelaufen, jetzt interessiert, wie wird man da empfangen? Wie geht das zu und her bei diesen Delta-Möbeln? Wie ist der Delta-Spirit? Ist er so? Kommen Sie als Kunde, gehen Sie als Freund. Ja, das Haus hat sich langsam gefüllt. Ich bin die Steigen aufgegangen, habe dann die Regula und der Willi Gebelein gesehen und dann sind zwei Chefinnen von Ibosa auf sie zugekommen. Hoi Regula! Hoi! Ganz gut. Ja, schön, ja. Schön. Spontan und herzlich die Chefin von Ribosa. Ribosa, einfach eine Marke von vielen, die es bei Delten Möbel gibt, Swiss Sleep. Und dann habe ich die Marketingfrau belagert. Michelle Weder, sie wollte wissen, ja, was frage ich denn? Ja, ich habe das nicht gesagt. Michelle, Hausmess Bosch geht ab. Was ist so der Grund, warum Sie eine Hausmess machen? Eine Hausmess bietet sehr viele Erlebnisse. Wir haben 3 Tage volles Haus. Vom Freitag bis am Sonntag. Am Freitag starten wir immer mit einem grossen Event. Samstag, Sonntag läuft ein Haufen für gross und klein. Und wir zeigen unsere Herbstneuheiten jetzt speziell. Es bietet einiges für ganz verschiedene. Und wir haben immer einen Haufen Besucher. Weihnachtsmarkt natürlich gibt es, gell? Ich bin vorher durchgelaufen. Unendlich viele Polstergruppen, Sessel, gab 1800 Lampen. Also eine unglaubliche Fläche, die man hier sehen kann. Und dann eben natürlich die speziellen Events. Man wird auch bekocht hier, oder? Warum macht ihr das? Es läuft wirklich wahnsinnig viel vom Weihnachtsmarkt, wie du sagst. Bis oben in die Küchenabteilung mit einer riesen Ausstellung. Aktuell kocht gerade Felix Benz von Bora. Er kocht den ganzen Tag verschiedene Sachen. Man kann probieren, er zeigt die neuesten Geräte. Dann haben wir Kochvorführungen mit Steamer, mit der Firma V-Zug, wo man alles machen kann. Es ist wirklich lässig, wenn man es natürlich gerade Geräte so live erleben kann, was man wirklich daraus machen kann damit. Und was mir aufgefallen ist, eben die vielen Polstergruppen, die vielen Sessel, vieles, was man vor Ort anschauen kann, nicht nur gerade einfach im Prospekt hinein. Was ist etwas, was das Haus auszeichnet, dass man einfach vor Ort das anschauen kann? Genau, also wir haben eine riesige Ausstellung. Gesamt sind es 17'500 Quadratmeter. Wir sind über 3 Stöcke von Teppich, Boutique, Schlafen, Wohnen, Essen bis in die Küchen. Wir haben über 200 Polstergarnituren, Schlafzimmer. Also es ist unendlich. Ich glaube, dass bei uns jemand nichts findet, das gibt es nicht. Gibt es nicht? Nein, das gibt es nicht. Was mich erstaunt hat, ist ein Outlet. Was ist denn das genau? Outlets sind Möbel, die wir auch Ausstellungen verkaufen. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass wir immer das Neueste und das Beste, das Schönste den aktuellen Trend nachgehen. Also dementsprechend brauchen wir immer wieder Platz in der Ausstellung. Und Outlets sind eigentlich Artikel, die wir an der Ausstellung verkaufen, dass wieder etwas Neues Platz hat. Die sind dann auch speziell reduziert. Seit 3 Jahren bist du bei Delta. Du bist für die Marketingabteilung verantwortlich. Es wird dir nie langweilig, habe ich das Gefühl. Nein, so wird es mir nicht. Ist aber sicher auch ein interessanter Job. Also man kann arbeiten und eben auch noch ein bisschen schauen, was man dann könnte zu Hause brauchen. Ja, das ist es sicher, ja. Also wir sind jetzt sehr viel. Ich bin auch Assistenz im Einkauf und darf mitgehen auf Messen, wo wir die Möbel einkaufen. Und es ist sehr interessant, zu schauen, was alles Neues gibt. Es gibt so viel. Immer wieder neue Ideen, die wir auch immer probieren, in die Ausstellung zu bringen. Und dementsprechend, dadurch, dass ich auch in der Werbung bin, gerade kombinieren mit dem Prospekt, oder dass man es gegen aussen gar zeigen kann. Genau, der Delta Spirit, live miterleben, kochen mit dem Felix Benz. Vorne ist gut, dann kann ich vorne etwas anbraten und hinten warm halten. Und wenn ich die ganze Pfannenfläche nehme, kann ich sie so kehren. Und dann habe ich im Prinzip die ganze Fläche. Das kann ich jetzt auch in den Bach verschieben, wenn ich will. Und wenn ich es nicht brauche, kann ich es besorgen. Das ist noch der Vorteil gegenüber dem da. Die Teppanyaki ist natürlich fix. Er steht, ist er fix eingefahren, kann man nicht unten. Wenn jetzt jemand sagt, er will lieber einen Teppanyaki, aber nicht so gross, dann ist die Pfanne natürlich ideal für uns. Wenn ihr den Teppanyzender hier, könnt ihr auch alles anbraten, morgen zum Morgen so Zeug machen, Speck, Schinken, Eier und so. Und der Dampf hat die Mitte, zieht man den Dampf weg hier. Im Dampf ist auch Fett drin. Das Fett, das runtergeht, ist früher ja die ganze Küche verteilt überall. Und jetzt geht es halt nur noch da oben im Fettfilter, der hier integriert ist. Ora-Lüftungssystem, oder? Und das kann man auch mit der Abwaschmaschine tun. Kann man mit der Abwaschmaschine tun? Hier, ja, hier zwei schon. Das nicht. Das würde ich bei Hand waschen. Ja. Das wird sonst krumm, oder? Das Metall
Dann werden Sie die Taschen wieder reingehen lassen. Zusammensetzen, das ist ganz einfach. Ihr habt gesehen, der Lüfter hat jetzt abgestellt. Und jetzt seht ihr den Unterschied, jetzt geht der Dampf rauf, oder? Ja, ja. Und sobald ich den Lüfter anstelle, kannst du langsam mal runterziehen. Super gut für Brüllenträger zum Beispiel. Sie können jetzt nachher können so über dem Herd kochen. Ohne dass im Prinzip eure Brüllen angelaufen ist. Das heisst, die Luft wird im Raum zurückgeblasen. Also die Luft geht da rein und kommt unten wieder raus. Das ist auch Umluft. Also hat sich ein aktiver Kohlefilter unten rein. Der tut im Prinzip den Rauch, den Dampf, den Geruch rausnehmen aus der Luft, wo man nichts reinsaugt. Die kommt unten wieder im Boden oder auf der Seite kommt in den gleichen Raum rein. Das heisst, es ist Umluft. Das heisst, die Luft wird umgewählt. Abluft ist, wenn sie da raussaugt und rausblasen. Ja, das ist okay. Es sind Umlufthuben, die oben sind. Das heisst, sie saugen unten an und blasen oben raus in den Raum rein. Im Bohrer saugen sie oben an und blasen einfach unten in den Raum. Demo bei der Hausmesse. Aber wie sieht der Alltag aus, der Heini Dinner? Wie erlebst du diese Arbeit hier so? Das ist einfach interessant, oder? Das ist jeden Tag ist eine andere Herausforderung, jeder Kunde. Nein, ich liebe das, das braucht man einfach. Und freue mich natürlich ganz speziell auf euch, oder? Wenn ihr dann zu Hause mal kommt. Genau. Ausstellung. Und du kannst es zum Vollen schöpfen, gell? Weil durch eine riesige Ausstellung da ist, ein Haufen Möglichkeiten, die du zeigen kannst, natürlich. Ja, sicher, ja. Ja, wir haben hier jenste Sachen, natürlich, oder? Ob Leder oder Stoff. Andere Teile, andere Grössen. Wir probieren es einfach das Optimalste rauszuholen für euch. Und dann nachher schauen wir, ob es schnell liefern kann, oder? Du strahlst es so, gell? Kommen Sie als Kundin, gehen Sie als Freund. Das lebst du, oder nicht? Ja, also, Sie sagen es, ja. Fühlen Sie euch Berater dazwischen? Ja, sehr gut, sehr gut. Sehr kompetente Beratung. Darum sind wir auch hierher gekommen und haben da Heini gesucht. Aha, okay. Und ist es bei euch ist ja immer schwieriger, so Polstergruppen, gell? Ja. Muss man mal sitzen, probieren, man ist nicht sicher, so. Genau. Wie macht ihr das jetzt? Ja, eben Beratung haben wir durch Heini und der Rest ist jetzt uns überlassen. Mit dieser ganzen Farbauswahl, ja, jetzt würden wir mal über die Bücher gehen und schauen, was es denn gibt. Aber wir freuen uns schon. Und wenn man dann mal unsicher ist, wenn man mal sich ausruhen, ein bisschen reflektieren, ja, dann ist da eben eine Kaffeestube da. Und auch hier wird man sehr freundlich empfangen. Maya Ackermann ist schon lange im Betrieb. Wie gefällt es Ihnen? Ja, ich bin seit 18 Jahren hier und es ist ein Familienbetrieb. Ja, ich fühle mich wohl hier. Thea und Sarah, ihr seid für den Weihnachtsmarkt verantwortlich. Genau. Was sieht man hier so? Da haben wir alles, von Windlichtern zu Bäumen, zu Lichterketten. Was haben wir noch alles? Ein Haufen Arbeit zum Einrichten, oder? Genau, ja. Ist immer wieder streng zum Auffüllen. Aber auch etwas Schönes, gell? Ja, da sieht man wieder neue Sachen. Und es ist auch eine Freude, um die Leute zu beschenken können mit diesen Sachen. Ja. Was ist denn so dein Favorit jetzt hier? Alles. Am liebsten würde ich alles kaufen. Und du, Sarah? Ja, mir geht es etwa gleich. Ja, das ist natürlich das Beste, wenn Verkäuferinnen und Verkäufer selber vom Produkt überzeugt sind. Und das hat man bei Delta Möbel. Der Delta Spirit, das Familiäre, das aufeinander zugehen, innerhalb, aber auch gegen aussen, das spürt man alle Orten. Ja, die Weihnachtsausstellung, die ist hier Programm. Irgendwie hat man das Gefühl, das ganze Jahr durch. Ich war vorher natürlich auch schon mal bei Delta Möbel drin. Aber die Weihnachtsausstellung, die ist speziell. Ganz speziell, jetzt nebst der Ausstellung, ist mir dann auf einmal auch etwas aufgefallen. Etwas, was jetzt gerade kommt. Ich habe Michel Petter. Sie sollen auf der Stuhl her sitzen. Das ist einfach ganz speziell, der geht so ein bisschen hin und her. Und gell, müssen wir ehrlich sein, wir, die viel auf Bürostühlen sitzen, es ist schon angenehm, wenn man sich auf alle Seiten bewegen kann. Das ist es ja. Er passt sich richtig an, wie es einem gerade ist und wie man gerade von der Haltung her sitzt. Ja. Wirklich ganz speziell. Und der Stuhl hier, der über sich hin und her und fürstig und hinterstig neigt, ist eben auch in diesem Auto drin. Und das Auto gibt für die Jungen etwas her. Mama mia, du bist aber echt gut. Das ist ja Gott vergessen schwierig heute. Du bist ganz nervös, gell? Ups. Ist kompliziert, gell? Ja, ich glaube, ich glaub. Aber jetzt hast du voll im Griff. Ich weiß nicht, wo die Rüeg ist. Da haben wir. Ja, aber du jetzt kannst sicher den Real selber heimfahren. Das ist voll im Griff. Meinst du nicht? Ja, ich denke schon. Was machst du jetzt? Bist du im Wald wieder? Ja. Aha. Das ist vielleicht ein Waldauto. Ah, geschafft. Ja, jetzt. Auto. Aber so ein Möbelhaus, wo so etwas auch noch abgeht, ist schon etwas Spezielles. Wunderbar, oder? Ja. Gell? Da hat man auch die Jugend noch ein bisschen begeistert, oder? Ja, sehr.
Möchtest du auch mal? Nein, ich fahre nicht. Ich fahre es nur real. Er hat alles, was eben zum Alter passt. Und, wie ist es angelaufen mit den Kindern? Hat es Freude? Ja, immer. Immer, gell? Immer Freude. Kein Problem mit der Arbeit. Sie kommen immer. Eben, hat mich schon mal interessiert. Ist das eigentlich schwierig, oder? Es ist nicht schwierig, wenn man übt. Aha. Aber üben muss man, hä? Üben muss man, jawohl. Wie hat es dir gefallen? Gut, bis jetzt sind noch nicht so lange da, haben mal die Lampen angeschaut und haben jetzt eine gute Beratung bekommen bei den Lampen. Ja, und haben ein Ballonli bekommen für unser Kind, das war schon lieb. Eben, gell, das wird es schon auf, ein Möbelchef, da noch sonst etwas läuft, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Genau, Lampen ja. Angeschaut, eine riesige Auswahl, 1800 Lampen, gell? Ach schon, okay, ja. Ja, hat viel und auch ganz schöne Nachttischchen, Monatseins. Die gleiche Marke da, ja. Die haben jetzt eben, hat wirklich ganz schöne Sachen, ja. Dann geht es weiter, gell? Bist du fit genug? 17'500 Quadratmeter? Ja, ich bin noch voll fit, ist schon am Morgen früh. Ja, Fitness braucht es und wenn nicht vorhanden, dann am Morgen früh einen Kaffee eben in der Kaffeestube. Es gibt nicht nur Möbel, es gibt auch Teppich. Und der Mo, man sagt ihm einfach Mo, der ist hier eingemietet mit seinen Teppich. Teppich können wieder, sagt er. Teppiche kommen wieder. Es war eine Zeit lang, wo man gesagt hat, mit Teppichen will ich nichts zu tun haben. Mein Boden ist mir wert, mein Parkett ist mir wichtig. Nein. Teppiche, die kommen wieder, die sind in. Und das rechtzeitig bei Delta Möbel. Hier auf die Fläche von rund etwa 300 Quadratmeter, über 1000 Teppiche, klassisch, modern, aus innovativen Hand, kommt erstmalig in Ostschweiz und das exklusiv bei Delta Möbel. Einzigartig in Ostschweiz und vielleicht auch eine frohe Nachricht, die wir es auch ankündigen. Es entsteht auch im Frühjahr 2020 das größte Teppichabteilung Ostschweiz bei Delta Möbel. Das kommt aber auch dann mit einer professionellen Mannschaft, die auch natürlich halt auch für Kunden rundum zur Verfügung steht. Und das kann man sicher brauchen. 1001 Nacht eingebettet in der Delta Spirit, das ist eben auch eine gewisse Anstrengung, all die Teppiche da umzulitzen, was passt einem. Und wenn man dann nicht sicher ist und man möchte eine Auswahl heini, auch das ist möglich, dass man 2-3 Teppiche eine Auswahl also heimnimmt und mal daheim schaut, wie sieht es denn aus. Ja, Delta Möbel auf verschiedenen Etagen, über 17'500 Quadratmeter, wirklich vielseitig. Vielseitiger geht es wirklich fast nicht. Natürlich nicht nur bei der Hausmesse, die Events sind dann halt nicht in der gleichen Form vorhanden, natürlich, aber natürlich Alltag bei Delta Möbel die Auswahl hier. Und wirklich auch die freundliche Behandlung. Ja, und dann habe ich dann langsam ein bisschen schauen, wo sind denn die Chefnummern? Es ist gar nicht so einfach, die zu finden. Bei einem Verkaufsberater über den Weg gelaufen, den ich kenne und ich weiss, der macht Ironman. Und wisst ihr warum? Weil der hier jeden Tag eben in diesen vielen, vielen Quadratmetern rummarschiert. Das ist ja für den eindeutig Training pur. Und dann habe ich es dann endlich gefunden, die beiden Chefs. Seit fast 50 Jahren gibt es ja Delta Möbel. Und dann konnte ich es befragen. Die Regola und der Willi. Ja, jetzt habe ich es endlich mal zusammen. Die Regola und der Willi Gebelein. Die Hausmesse, die ist für euch ein riesiger Stress, gell, Willi? Ja, also jetzt läuft sie ja gut, aber am Anfang ist schon, bis man alles so weit hat, ist eine gewisse Vorbereitung. Wobei wir machen es auch schon über viele Jahre immer wieder und es ist ein Höhepunkt für alle Besucher. Jetzt haben wir den Slogan Regola, gell? Kommen Sie als Kunde, gehen Sie als Freund. Aber und da habe ich dann gedacht, das ist bei euch auch irgendwie so. Da sind jetzt Chefinnen vor euch gekommen, sind andere gekommen. Es ist immer ein bisschen fröhlich und fast kameradschaftlich. Ja, das ist schon so. Das leben wir da. Wir sind ein Familienunternehmen und wir haben gute Mitarbeiter, lässige Mitarbeiter, die wir alle persönlich kennen. Wir haben eine überschaubare Größe. Wir kennen auch viele Kunden persönlich von der Region, die zu uns kommen. Und das leben wir wirklich. Kommen Sie als Kunde, gehen Sie als Freund. Fast 50 Jahre, apropos überschaubar. Es ist immer etwas mehr dazugekommen. Fast 18'000 Quadratmeter Wohnfläche. Also so überschaubar ist es inzwischen auch nicht mehr. Ja, überschaubar von der Ausstellung. Eine grosse Ausstellung haben wir definitiv. Und überschaubar von der Anzahl Leute. Wir sind 80 Leute bei uns und von selben erkennt jeder. Dort sind wir wieder überschaubar. Aber gross sind wir, ja. Vielleicht noch. Ja. Entschuldigung für die Ausstellung. Wir haben es jetzt halt ein bisschen aufgeteilt. Wir haben dann die einzelnen Etagen. Oben haben wir Küche, Essen. Und dann ist wieder eine Etage nur mit Schlafen, Bettinhalt. Und da wieder das Ganze wohnen und so. Wenn sich dann einer mit irgendetwas Speziellem interessiert, ist natürlich die Fläche ja dann auch wieder kleiner und man kann ihm dann etwas zeigen. Ja. Du bist in diesem Business deiner aufgewachsen, gell? Du lebst für das. Das ist irgendwie dein Ding. Du hast auch die Ruhe weg, habe ich das Gefühl bei dir. Ja,
Gut, nein, ist es so. Ich bin seit klein schon da gewesen, wie jetzt der Dominik, auch der Sohn. Aber wir haben, der Vater hat es vor knapp 50 Jahren gegründet und ja, wir sind seitdem damit aufgewachsen und das gemacht. Ja. Ist es schwieriger geworden in diesen 50 Jahren? Ja, es ist sicher anspruchsvoller geworden, das kann man schon sagen. Aber wir sind nach wie vor wirklich am Markt und wir sind auch ein grosser Einkaufsverband, wo man dann wieder gute Produkte zu guten Preisen hat, also dass man dem Kunden auch etwas bieten kann. Jetzt sitzen wir hier bei den Polster, unendlich viele Polstergruppen, wo hast du etwa 200'800 Leuchten und weiss der Teufel was alles. Und dann kommt die Kundschaft her und dann möchte es vielleicht irgendetwas anderes oder es passt gerade nicht. Braucht manchmal an Nerven im Jahr, hä? Soll ich sagen, ich bin für den Verkauf zuständig. Ja, braucht auch Nerven, wobei man versucht es einmal positiv zu nehmen. Man versucht für jeden Kunden eine Lösung zu finden. Und Kunden sind sicher auch anspruchsvoller geworden. Und das ist unser Tagesbusiness, das ist unser Geschäft, das wir machen. Und das machen wir gerne. Ich denke, das merken die Kunden auch. Und das strahlt ihr aus, das ist ganz eindeutig. Also, dann habt ihr auch Events, also, gell? Ballon, Küche, Performance, eben die Chefinnen von verschiedenen Polster- und Bett- Matratzenhersteller könnt ihr her. Also was bringt es das, die Events, nebst dem, dass euch natürlich etwas kostet, wenn ihr her könnt? Ja, die kosten schon auch, die Events. Die machen wir aber gerne. Also, die bringen halt Leben ins Haus. Wir sagen immer, der Kunde kommt nicht nur wegen Möbel. Oder, ja, er braucht einfach noch anders. Er braucht eine Geschichte drum und er braucht ein Erlebnis. Und mit unseren Hausmessen oder generell mit den Events schaffen wir das. Da kommen die Kunden rein, solche, die schon Kunden sind, die dann einfach etwas erleben bei uns. Aber auch neue Kunden, die kommen, vielleicht wegen dem kommen und schlussendlich dann doch ein Möbel kaufen. Du bist ein Sportlerin. Es braucht einen Sportgeist natürlich, gell, um hier durchzuheben. Ja, was ist denn so die nächste Ausbauphase? Was schreibt ihr noch vor? Etwas, was vielleicht der Willi noch gar nicht weiss? Im sportlichen Bereich? Nein, im Möbelhaus. Im Möbelhaus. Ja, momentan haben wir eine recht anspruchsvolle Marktsituation. Von daher müssen wir jetzt die mal meistern. Da sind wir dran, das hoffen wir, das packen wir. Und ja, sonst haben wir nicht jetzt riesige Pläne, irgendwo erweitern, was auch immer wir möchten. Eigentlich hier auf diesem Standort hier in Haag möchten wir gut und stark bleiben und noch stärker werden. Und Willi, was ist so? Vielleicht nur gerade nochmal wegen Ausbauplänen. Eben, wir haben in einzelnen Bereichen oder Abteilungen haben wir schon wieder Gedanken, wo man machen könnte. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade eine grosse Sache mit Teppich gemacht. Da sind wir jetzt im Umbau, die sollte bis im Frühling fertig sein. Und wir wollen dann wieder eine ganz schöne Gartenmöbelausstellung machen. Aber das kommt nach für nach und wir haben da schon Ideen. Gerade das mit dem Teppich um Frühling kommt, also da habt ihr jemanden, bis sich bei euch eingemietet hat. Also, das sind dann auch Verhandlungen, die ihr macht, die ihr auch zulässt, dass ihr also euren Raum eben auch für so jemanden zur Verfügung stellt. Genau, also das ist eine Zusammenarbeit, aber die machen das selbstständig. Aber wir haben dann natürlich auch wieder schöne Teppiche in der Ausstellung und das macht dann auch wieder die Möbel schön. Und für die Kunden gibt es ein gutes Wohnbild und man kann sich dann vorstellen, wie es dann daheim aussehen könnte. Schleckengeissen weg, wer wirklich das Delta-Feeling will erleben, der muss natürlich hierher kommen. Regula für den Verkauf zuständig. Man redet immer von Internet, der V-Zug. Man hat mir gesagt, man kann jetzt alles schon mit dem Netz vorprogrammieren. Man muss nicht mit der Frau telefonieren, sondern kann per Handy den Kochherd in Betrieb nehmen. Wie steht es denn bei euch bei den Möbeln? Also wird auch schon viel im Netz gekauft. Ist das auch eine Konkurrenz? Also das Netz ist eine Konkurrenz, das ist definitiv so, aber vor allem auch für Möbel, die im tieferen Preissegment sind, also kleinere Sachen, die sicher auch im Netz gekauft werden, die wir auch im Netz sind, die man bei uns auch kaufen kann. Aber für eine Auswahl von einer Polstergruppe zum Beispiel oder einer Matratze, wo man dann wirklich will, Proben liegen, da ist das Netz definitiv nicht das Richtige. Das Netz ist vielleicht mehr das Thema, um sich zu informieren, was gibt es, aber dann wirklich zum Auswählen, um es zu testen, da braucht es uns noch dazu. Wenn ich euch so sehe, so traut zusammen auf dieser Polstergruppe sitzen. Irgendwie bei euch stimmt's, gell? Familienbetrieb, vier Kinder, alles im Lot. Ja, schon, oder? Was ist das, du dazu meinst? Nein, alles im Lot, tipptopp. Gute Familie und schönen Betrieb und gesunde Kinder, ja, was will man mehr?